So, Leute, da bin ich wieder. Nächste Folge Need for Speed, kurz vor Feierabend. Jetzt habe ich mich verpflichtet, eure meine Karriere zu teilen hier auf YouTube. Und ich muss ja meine täglichen abgreifen. Also, wie heißt das hier? Täglichen Anmelde, Bonus, Gedönse. Und da bin ich jetzt bei. Ich bin an sich, wenn man sich das jetzt vorstellt, ich liege hier in einem Raum, einsam und verlassen in einem Raum. Kurz vorm Schlafen gehen, weil morgen ist wieder früh raus. Aber warum pfeife ich eigentlich immer? Was soll der Scheiß? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich wieder da. Online. Online. Das heißt nicht online. Ich schmeiß das morgen rein. Schmeiß ich das morgen rein? Nein, schmeiß ich nicht morgen rein. Ah, ich könnte mal versuchen, das direkt ohne zu schneiden irgendwas gibt dieser hier DuRecorder heißt das. Das ist eine geile App übrigens. Ja, die ich hier mal aufmache. Da könnt ihr mal gucken. Das ist das Menü von DuRecorder. Das ist ein Aufnahmetool für Handys. Also falls das jemand interessiert, was habe ich in der Garage zu tun hier? Dann könnt ihr euch das mal angucken. Da kann ich nichts machen. Warum reagiert das nicht? Verstehe ich nicht. Ah, jetzt. Ist ja wahrscheinlich viel zu blöd für diese Welt. Da ist gar nichts zu machen. Kampagne. Kampagne. Ah, ich müsste mal wieder fahren, obwohl. Prozent, 50% günstiger. Warum ist eigentlich immer alles günstiger? Das ist doch Verarsche, ne? Oder? Egal, wir fahren weiter. Warum reagiert der überhaupt hier so schlecht? Ah, jetzt. Keine Ahnung. Wir fahren einfach mal um die Ecke. 1, 2, 3. Wie reagiert er heute nicht? Habe ich wieder im Hintergrund 3 Millionen Sachen laufen? Guck mal, ich kann den. Ja, dann nehme ich den, ne? Oder? Ist ein bisschen fixer unterwegs. Ihr Black Right Channel Sprint Nacht. Jäger. Erhöhe die Stufe deines Wagens mit Blaupausen, um das Leistungspotenzial deiner Teile auszunutzen. Okay. Irgendwie ist mein Handy heute ein bisschen langsam. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Oh, der ist aber geil gestylt, ne? Guck mal, ich fahre mit der Straßenkarre. Hey, ich bin Darius, einer von Kims Rekruten. Ich habe ein paar coole Materialien von der Laderampe. Okay. Perfekter Start. Ah, das war das. Hab ich bisher ja nicht gesehen, das Gaspedal da hinten. Hör mich an, wenn du kannst. Warum kriegst du eigentlich immer. Warum kriegen die anderen immer Vorsprung? Das ist ziemlich auch geil, ne? Ich bin ja schon reingegangen. Das ist ja perfekt, der Runde hinten. Ah, da war ein Sprung. Hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, dass hier so eine langsame Karate ist, aber weit vorne, ne?
Ich mache es falsch. Das Geduld hat mir gefallen. Ich dachte, ich kann es umsäbeln. Hier kriegt meine Karriere einen Knick. Und wieso habe ich gewonnen? Okay. Ja, hat einer das mitgekriegt? Erfolg. Okay. Ach, ich wollte den Polizeiwagen sehr wahrscheinlich haben. Das ist schon Hammer, ne? Also ich finde das Spiel echt gut. Die Auto ist ein bisschen demoliert, aber macht ja auch nichts. Cool. Also, Leute. Ich kann hier noch irgendwas machen. Und Subaru kann ich weiter auffrischen. Ich finde Subaru ja sowieso ein geiles Auto. Das habe ich früher gehabt. Als Kombi Legacy 4. Punkt, scheiß mich tot. Schieß mich tot. Das war ein geiler Wagen. 140 PS, glaube ich. Als Kombi. Super bequem. Allrad. Hast mit nichts Probleme gehabt. Ein schönes Teil. Das Problem war nur, die Werkstatt war sehr teuer. Aber es war ein gutes Auto. Ohne Frage. Also wenn ich die Chance hätte oder wenn ich die wenn ich, naja gut, wenn ich irgendwann mal wieder eine Familienkutsche bräuchte, dann würde ich so ein Subaru Allrad Legacy als Kombi schon echt gut finden. So. So, so, mein Lieblingswort, so. Was muss ich hier machen? Botendienste, Auslieferung. Bringe dieses geliehenen Wagen an sein Ziel und fahre mit Köpfchen. Jeder Kratzer kostet Zeit. Ah, ich muss das Auto abliefern. Okay, ich darf keine Unfälle bauen. Das fällt mir natürlich sehr schwer. Ich finde das Spiel richtig gut. Voll begeistert bin ich. Der Dragon ist begeistert. Guck dir das mal an. Okay. Ich muss sie ausliefern. Ich darf keinen Kratzer machen. Ich darf keinen Kratzer machen, das ist fast unmöglich. Das ist natürlich das Problem schon an. Oh, okay, ich habe es aber geschafft. Perfekt. Ah, immerhin. Ah, bin gar nicht so blöd, wie ich aussehe. Ja, die Kurven sind gut. Okay. So. Zwei Aufträge, neuer Ruf, alles bestens. Noch ein Pack aufmachen. Wagenblaupause, fantastisch. Oh, guck dir das an. Oh, ich liebe diese Autos, ne? Nur ich kann sie mir alle nicht leisten. Ich will mal versuchen, die jetzt gleich online zu stellen, ohne irgendwelche
Mal gucken, das ist praktisch die Übung für den Urlaub. Stoppe jetzt und dann versuche ich das mal.